vielen lieben Dank für den spontanen Applaus an mich. Yeah. Danke, danke, nicht so laut. Hört bitte auf, hört bitte auf. Ich möchte euch gerne alle herzlich willkommen heißen. Hier im Hasi, im Raum 1.0. Es wird wohl auch eine der letzten Vorträge sein, aber nicht traurig. Eventuell ziehen wir in die Hammerhütte um. Das sage ich jetzt auch aus rein geschichtlichen Gründen, weil der Vortrag wird aufgenommen, audio und visuell. Das heißt, die Informationen, wo wir hinziehen werden und die Informationen über den Vortrag kann man sich dann runterladen. Und zwar auf Hybris. Hasi.it. Hasi.it, eure Lieblingshomepage. Bookmark.de, macht sie zu eurer Startseite. Habt ihr das noch nicht? Ich habe nun die Ehre, eine Laudatio zu halten zu dürfen auf eine ganz besondere und einzigartige Person. Innerhalb des Hackspaces in Siegen hat sie sich ausgezeichnet durch einen besonderen hohen Einsatz, uns Chaoten zu koordinieren und uns Chaoten zusammenzukleben mit dem Leim der Leidenschaft. Humanismus fängt mit H an, Hackerszene fängt mit H an, Hybris, so heißt unser Hacker, der jetzt hier einen Vortrag halten wird, fängt mit A an. Aber auch Hack, wie Hackfleisch, fängt mit H an. Hackfleisch ist nämlich das, was er seine Lieblingsspeise, Spaghettis und Nudeln im Generellen hinzufügt. Da er einer bei den Nudeln ähnlich inklusiv vorgeht, es seien Tortellinis, seinen Macaronis, so ist er auch bei seinen Projekten in der Szene, in der Universität und außerhalb der Universität angeht, ähnlich vielfältig, reich an Mineralien und Ballaststoffen. Und Ballaststoffen. Diese Kombination an Kreativität auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann und nicht vorstellen möchte, hat ihm mehrfach Dozentenstellen zugetragen, die er aus einem Wahnsinn heraus immer abgelehnt hat. Noch. Diesen Wahnsinn sieht man auch an seiner Frisur, die Beethoven gleich ist. Und Beethoven ist ja auch ein Wahnsinniger gewesen. Fängt nicht mit H an. Aber er hat ein H. Beethoven hat ein H. Nicht nur, dass seine Wahnsinnsidee, der LED-Fliegenklatsche, es auf Anhieb auf unseren ersten Flyer geschafft hat. Nein, pro Semester haut er auch mehrere Theaterstücke raus, an denen sich wir Hasis, teilnehmen durften, sie beschauen durften, aber auch mitspielen durften und charakterlich wachsen durften. Meine Damen und Herren, Handys aus und Herzen auf, hier kommt Hybris! Ja, danke schön. Ich möchte heute versuchen, euch das Thema Kunst etwas näher zu bringen. Das ist ja immer wieder ein schweres Thema, was immer wieder aufkommt. Ja, das hat man vor uns auch gerade wieder so, ja, das ist Kunst oder kann das weg? Sagen wir immer wieder. Warum dieser Vortrag? Zum einen möchte ich versuchen, ein gewisses Interesse zu wecken. Weil mir passiert es immer wieder, dass ich im Hackspace sitze und dann mir irgendwer über die Schulter blickt und mich dann fragt, so, was schaust du dir da eigentlich gerade an? Was ist das für ein Blödsinn mit dir? Was machst du da? Und gerade auch dieser Spruch, ist das Kunst oder kann das weg, resultiert eigentlich eher aus so einer Art Missverständnis oder halt Unverständnis. Halt immer, wenn was kommt, was man jetzt nicht auf Anhieb versteht oder wenn halt mal ein Bild anders ist, als man es erwartet, dann ist das eigentlich fast schon Kunst oder kann das weg, damit Kunst quasi mit Müll gleichgesetzt. Und ganz ehrlich gesagt, das tut mir so ein bisschen weh. Deswegen hoffe ich einfach so oder versuche ich mal so ein bisschen ein Interesse von euch zu wecken und auch mehr Verständnis zu generieren. In der Hoffnung, dass wir zusammen neue Erfahrungswelten, eine neue Erfahrungswelt uns erschließen. Ich will auch nicht, dass alle nach diesem Vortrag Kunst toll finden und begeisterte Museumsgänger oder Theatergänger werden. Ich möchte nur versuchen zu vermitteln, was mich an Kunst fasziniert und worin der wahre Wert von Kunst liegt,
also abseits monströser Preise und Luxus, und als Luxusgut und Statussymbol, sondern vielleicht, was will Kunst uns sagen? Des Weiteren, wie vielleicht einige wissen, habe ich Kontakt zum Siegener Kunstkreis aufgenommen, bei denen ich nächsten Monat einen Vortrag halten werde, was denn Hacken mit Kunst zu tun hat. Und das ist jetzt quasi auch der Komplementärvortrag, wo ich erklären möchte, was denn Kunst mit Hacken zu tun hat. Und ich muss da einen Disclaimer vorschieben. Kunst ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das hat nichts mit Naturwissenschaften zu tun. Es gibt keine objektive Wahrheit, sondern als gesellschaftliches System, Phänomen gibt es einfach keine Möglichkeit, das zu falsifizieren. Und jede Aussage, die ich treffe, lassen sich Gegenbeispiele finden. Und so kann man eigentlich alles wieder zerlegen und objektive Wahrheiten sind eigentlich nicht wirklich aussagbar. Allerdings aus rein pragmatischen Gründen wird sich das wohl eher nicht vermeiden lassen. Deswegen denkt mal daran, ich darf das, weil ich bin ja der Hybris. Jetzt endlich wisst ihr, warum ich mich so genannt habe. Was ist Kunst? Kunst ist das, was zur Kunst erklärt wird. So einfach und banal ist das. Und wenn es hier so Künstler da wären, ist das meistens schon der Moment, wo die dann aufschreien und sagen, das stimmt doch gar nicht, sondern Kunst ist was total Wertvolles und Blödsinn. Das ist eine dieser Kränkungen der Wissenschaft, könnte man sagen. Die hatten wir vor 2 Wochen erst. Kunst ist schlicht und einfach das, was zur Kunst erklärt wird. Und wenn sich einer hinstellt und sagt, das ist Kunst, dann ist das Kunst. Beziehungsweise, wenn sich eine Gruppe von Menschen hinstellt und sagt, das ist Kunst, dann ist es Kunst. Und je mehr Leute halt sagen, das ist Kunst, dann desto gesellschaftlich anerkannter ist das halt. Mein Problem ist jetzt, wenn ich jetzt einen Vortrag über Kunst halte, dass ich implizit behaupte, dass alles, was ich da zeige, Kunst ist. Das kann ich nicht vermeiden. Genau. Die Frage, ist das Kunst, ist daher eher schwierig zu beantworten, weil man kann einfach alles zur Kunst erklären und es ist eigentlich eher total uninteressant, diese beantworten zu wollen, weil das kann man an einem Stammtisch ewig machen und sich darüber streiten, weil es gibt halt einfach keine endgültige Wahrheit. Mir ist es nach meiner Caligula-Aufführung passiert, dass ich sage es eigentlich selber von mir eigentlich nie, dass ich ein Künstler bin. Ich sehe mich nicht als Künstler, ich mache Theater, ich sehe mich als Regisseur, aber ich behaupte nicht, dass das, was ich da tue, Kunst ist. Und nach der Caligula-Aufführung kam ein Germanistik-Dozent zu mir und meinte so, ja, das ist große Kunst und war total begeistert davon und meine Reaktion war so, okay, was heißt das jetzt? Erwartet man jetzt von mir? Also was erwartet man dann von mir? Heißt das jetzt, alles, was ich tue, muss dann Kunst sein oder gilt als Kunst? Oder ist alles, was ich so tue, gilt dann als künstlerische Eskapade? Wenn ich zu meinen Eltern komme, dann, ach ja, der Künstler schon wieder, weil mit meiner Frisur und so weiter. Also auch wenn ich nie behaupte, dass das, was ich tue, Kunst ist, ist durch die Bezeichnung, mich als Künstler werden Erwartungen geweckt, etc., etc. Viel interessanter ist dann die Frage, warum ist das Kunst? Kunst muss sich rechtfertigen. Dazu ein kleines Video. Oh, ich wollte... Kann man das hören? Okay. Wir haben da eine tolle Anlage. Das wollte ich eigentlich vorbereiten. Ja. So, das normale hat mir gerade. Like,
and other parts, like the paint. And I don't really know what it means, but I like the fact that there's like this a figure with a line going across its eyes, like it's blinded. Like maybe someone could draw some meaning from that. I feel like the line, it should be more, I don't know, like a solid color. Because I think it should like make a high contrast between the figure and the line. Because I feel like it's like, cause it's mixed with like different colors. It feels like it's like one. Like, yeah, it's like Yeah, I think it looks like underwork outsider art. Like, it looks like outsider art in a way. It's like, and you kind of, in a way, more successful like that because you're trying to, like, pretend you didn't learn how to paint. So. Is that what outsider art means? Yeah, it's like people are untrained and often it's like, it makes people crazy. Yeah, I mean, I like that you went like a different direction than what you'd normally do, but I think that the face looks like you, and I think that you do a lot of art that's like focused on yourself because you are a fashion designer, so you kind of like work from your own body, and I don't know if you meant to do that. Okay, well this is fucking bullshit. I'm sorry, but like I spent so much time on these fucking podcasts. This is fucking shit. I fucking hate this fucking class. Yeah. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da vorher die Diskussion war? Also kommt dann jetzt ein Foto gekriegt oder nicht? Like. Also das ist eine Kunststudentin, die halt ein Kunstseminar hatte, und wenn man halt explizit Kunst herstellen möchte, muss man begründen. Warum hast du die Farben so gewählt? Was hast du dabei gedacht? Warum hast du den Hintergrund so gemacht? Warum hast du diesen roten Strich? Also alles, was in dem Werk vorkommt, muss begründet werden. Weil das hätte man auch anders machen können, etc. Und man immer hinterfragt. Und wenn man halt das nicht immer selbst schon genug beim Produzieren hinterfragt, finden dann halt auch andere Interpretationsansätze Raum. Wie zum Beispiel, dass dann halt einer aus dem Publikum sich hinstellt und sagt, ja, das sieht aus wie du. Was aber vielleicht die Künstlerin bewusst gar nicht beabsichtigt hat, aber als Kunstschaffende, also ich finde, diese Interpretation ist durchaus, hat für eine durchaus ihren Wert oder Raum. Also gerade so auch mit ihrer Reaktion. Also Kunst muss sich rechtfertigen, und das ist eigentlich so der Moment, an dem ich Mr. Den Bee hätte schreien hören wollen, der mir immer wieder sagt, was, Kunst muss sich da nicht rechtfertigen, sondern Kunst ist frei und darf doch alles. Das nennt sich dann L'art pour l'art oder Kunst um der Kunst willen. Das ist aber auch nur halb richtig, weil die Kunst bedeutet nur, dass sie sich nicht gegenüber der Welt rechtfertigen muss. Also es ist ja nicht die Frage, was bewirkt diese Kunst oder was will damit ausgesagt werden, und muss sich halt nicht gegenüber ihrer, außerhalb ihrer Existenz rechtfertigen, sehr wohl aber in ihrer selbst. Also warum ist das so gestaltet? Was hatten wir ja gerade? Weil dieses Werk, es hat ja jemand geschaffen, und um als Kunst gelten zu können, oder wenn ich mich halt hinstelle und sage, also von mir behaupte, das ist Kunst, bin ich auch so automatisch in einer Rechtfertigungslage. Ich muss nicht rechtfertigen, warum diese Kunst jetzt einen Wert für die Welt hat, aber ich muss rechtfertigen, warum ich jetzt diese Form so gewählt habe. Warum habe ich da einen Kringel gemacht? Warum habe ich da einen Punkt hingemacht? Und kann dann was? Kandinsky, auf den ich gleich dann noch komme, hat dann eine Komposition in der Form gesehen. Und je abstrakter man etwas macht, desto größer muss die Rechtfertigung sein, um es überhaupt akzeptiert zu bekommen. Es gibt einen Performance-Künstler, Hermann Nietzsche heißt der, der schlachtet auf der Bühne Tiere. Und er hat als Rechtfertigung ein mythisches, religiöses, spirituelles Modell von, also Ritual begründet er das, so ein Mythos-Theater.
und baut dann ein riesengroßes Erklärungsmodell darum, nur um zu rechtfertigen, dass er Tiere abschlachtet. Und ohne dieses Erklärungsmodell wäre es halt einfach nur ein Tiere abschlachten. Also so ist meine Behauptung, dass sich Kunst aus sich heraus rechtfertigen muss. Es muss sich nicht rechtfertigen, was es bewirkt, was es aussagen will, aber es muss rechtfertigen, muss seine Existenz rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da jetzt direkt eine Diskussion loszutreten an der Stelle. Vielleicht können wir das, wie es dir lieber ist, also entweder jetzt oder später. Was wäre denn deine Frage, würde ich mal... Ja, ich Nee, erzähl erst mal ein bisschen weiter. Ja, ich komme ja noch, das was ich sage. Ja, genau, hinzu kommt, dass wir als Betrachter von Kunst meistens auch nur das Kunstwerk vor uns haben und nicht weitere Quellen. Wir haben meistens weniger im Blick, was der Regisseur noch für Filme gedreht hat oder der Maler für Bilder gemalt hat, sodass man die in einem Kontext sehen könnte, sondern man hat meistens nur dieses eine Bild als Ausgangsquelle. Und wenn das in sich schon nicht passend ist, dann wird es schwierig. Um die Frage, warum ist das Kunst auch ausreichend zu beantworten, ist es auch schwierig, weil eigentlich muss man diese Frage bei jedem Werk neu stellen. Man kann keine generellen Antworten geben, sondern bei jedes Werk einzeln muss man neu hinterfragen. Und quasi um umfassend zu beantworten und somit zu beantworten, was denn eigentlich Kunst ist, muss man eigentlich Kunst studieren. Aber das dauert mir an dieser Stelle einfach zu lang und ist mir zu mühsam. Deswegen fällt auch diese Frage raus und ich habe versucht, so ein bisschen einen hacker-typischen Ansatz zu wählen und zu ihr zu fragen, so wie funktioniert diese Kunst, was ist das Prinzip dahinter und was ist der Nenner, auf den man es runterbrechen kann, um das zumindest im Ansatz zu verstehen. Dabei handelt es sich um eine Abstraktion, das heißt, sie ist per se falsch oder hat eben abstrahiert und wenn man anfängt, halt weiter zu fragen und weiter zu analysieren, muss man zwangsläufig das anpassen. Aber so als Einstieg, irgendwo muss man ja halt anfangen. Deswegen fangen wir jetzt endlich an. Wir wappnen uns für Kunst. Dieses Bild hatten wir ja gerade. Die Rechtfertigungswelten gegenüber der Welt bedeutet, nennt man Werk transzendent, also außerhalb des Werkes und innerhalb des Werkes ist werksimmanent. Werkstranszendente Codes, wie zum Beispiel, dass eben diese Künstlerin oder diese Studentin dasteht und das Bild präsentiert und damit auch noch in ihrem eigenen Kontext das Bild präsentiert, hatte die Dame, die meinte so, ja, das sieht aus wie du, natürlich hat sie dann den Kontext mitanalysiert und nicht nur das Bild für sich. Das heißt, der Kontext wirkt auf das Werk mit ein. Wenn ich unter dieses Bild schreibe, drei Pferde in Blau, versuche ich automatisch diesen Titel mit dem Werk in Verbindung zu bringen. Allerdings sind das halt werkstranszendente Codes, die auf das Werk Einfluss haben. Das Werk an sich ist eine Ansammlung von Zeichen, die auf unterschiedlichste Sachen verweisen können. Also ich habe ein Bild von einer Katze, dann ist das eine Ansammlung von Farbpunkten, die das Aussehen einer Katze angenommen haben, aber eigentlich keine Katze sind, sondern nur an das Aussehen einer Katze erinnert. Das heißt, die abgebildeten Zeichen verweisen auf etwas außerhalb und ich als Betrachter sehe, aha, eine Katze. Wer das Ganze noch etwas vertiefen möchte, das Stichwort dazu lautet Semiotik und wäre eigentlich ein eigener Vortrag für sich. Werksimmanent kann man jetzt analysieren, wie, also das geht um ästhetische Fragen oder um die Farben, um die Dauer bei einem Film, wie wird das montiert, welche Geschichte wird erzählt, etc. etc. Und das sind alles Ebenen, die man analysieren kann. Auf wissenschaftlicher Ebene gibt es dann standardisierte Kataloge, wie man denn ein Werk zu analysieren hat. Und in der Erzähltheorie, wenn man quasi einen Film analysieren möchte, unterscheidet man zwischen 54 Ebenen, die es durchzudeklinieren gilt, um eine Interpretation zu erzeugen, die in gewissen Anforderungen entsprechen sollte. Ich persönlich interessiere mich vor allem für die Ebene
wie die Kunst funktioniert, deswegen auch mein Ansatz von diesem Vortrag. Also ich versuche zu verstehen, was hat der Künstler beabsichtigt und wie hat es umgesetzt, beziehungsweise bei einem Film, was ist die Geschichte und wie wurde sie erzählt. Letztendlich, was das für eine Geschichte ist, ist mir relativ egal. Was ich interessant finde, ist, wie wurde sie aufgebaut. Da kommt dann der Regisseur halt wieder durch. Genau, es gibt Bezüge von der Welt auf das Kunstwerk und das Kunstwerk verweist auch auf die Welt. Und dann kommt immer wieder der Vorwurf, aber das ist doch hineininterpretiert und das hat der Künstler gar nicht beabsichtigt und das ist doch totaler Blödsinn, was wir hier machen. Das ist eigentlich so ein Reflex, der auch aus eher einem Unwillen oder einer Unfähigkeit des Betrachters zu interpretieren heraus resultiert. Das ist eine Behauptung. Aber ich würde sagen, dass dieses, aber das ist doch hineininterpretiert, wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Weil hier habe ich mein Bild von Rembrandt, die Nachtwache. Das ist so das Bild, bei dem es mir, ich habe da meine Hausarbeit drüber geschrieben, das ist was, wo es mir bewusst geworden ist, dass man mit diesem Vorwurf sehr, sehr vorsichtig sein muss. Weil natürlich kann man behaupten, dass der Rembrandt da diese ganzen Figuren teilweise, ich meine, dass ein Mann, der verdeckt ist und irgendwie Leute da rumstehen, kann natürlich sein, dass der die nur reingemalt hat, um das Bild ein bisschen zu füllen. Wenn man dann aber in Betracht zieht, dass dieses Bild 3,80 Meter hoch ist und 4,50 Meter breit, und Rembrandt, um so eine Figur zu malen, mindestens 2 Tage gebraucht hat, dann finde ich es schon sehr fraglich zu behaupten, das hat er nur einfach so gemacht. Und bei meinen Theaterstücken sehe ich es halt auch selber an mir. Im Durchschnitt versteckt jeder Minute des Theaterstücks 3 bis 4 Stunden Probenarbeit. Und dann zu behaupten, das ist nicht beabsichtigt, das kann natürlich sein, das kann natürlich ein Versehen sein, oder etwas, was unbedacht war, aber so das als Grundannahme zu nehmen, finde ich schwierig. Und selbst wenn es hineininterpretiert wäre, na und? Wenn mich ein Kunstwerk veranlasst, interessante Gedankengänge zu führen, ist doch vollkommen egal, ob diese vom Künstler vorgesehen waren oder nicht. Hinzu kommt halt, dass auch Interpretationen sowieso subjektiv sind und jeder sieht halt was anderes. So gibt es halt diese Rorschach-Tests zum Beispiel, und damit man gefragt, was man darin sieht. Und so sieht halt jemand anderes was anderes, als der Künstler vielleicht vorgesehen hat. Gleiches gilt, wenn man sich ein Werk zweimal anschaut. Mein Facebook-Freund Heraklit hat den Spruch gebracht, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, einfach weil der Mensch sich selbst auch verändert. Und wenn ich mir einen Film nochmal anschaue, dann tue ich das in dem Wissen, den Film schon mal gesehen zu haben. Das heißt, ich sehe diesen Film anders und achte vielleicht auf andere Details, auf andere Sachen. Und das heißt, ich sehe ihn ganz anders, interpretiere ihn vielleicht komplett anders, als es vorher war. Und das macht diese ganzen Erklärungsversuche noch schwammiger. Und dann gibt es halt Werke, bei denen die Verweise etwas klarer sind, wie das gemeint ist. Deine Folie ist kaputt. Deine erste Folie kaputt. Internet kaputt. Also ich glaube, gerade hier so in... Ja, also der Bezug ist eigentlich klar. Hier, ja, die Bilder fehlen. Die Bilder sind kaputt. Und wir stellen aber genau das aus. Telekom drosselt gerade. Und dann gibt es aber halt auch Werke, wo das schwieriger zu interpretieren ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber ich gucke dieses Bild jedes Mal wieder an und ich finde es irgendwie total faszinierend. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber es fasziniert mich. Und für mich persönlich ist auch wieder so, ich schaue mir lieber solche Bilder an, weil das hier habe ich dann irgendwann verstanden und es ist so, okay, ja, lustig. Und dann kommt aber nichts mehr. Und dieses Bild schaue ich mir halt immer wieder an und frage mich jedes Mal neu, was soll das eigentlich? Wie kommt es, dass dieser Hund da so fliegt? Oder auch schon mal die Frage, wie hat er das gemacht? Das ist ja gemalt. Das ist kein Fotografie. Wenn es eine Fotografie wäre, wäre auch noch mehr die Frage, wie hat er das gemacht? Und also ich finde das viel spannender als diese... Was hat er denn da in der Hand? Da oben ist ein Problem. Das sieht aus wie ein Windrad, würde ich mal sagen. Aber... halt viele, viele Elemente, die man interpretieren kann. Das und das sind weiße Fahnen, das sind Franzosen. Aber was bewirkt das eigentlich, wenn man jetzt ein Objekt
zur Kunst erklärt. Ich möchte es mal an einem Bild erklären, da ich gesagt habe, es gibt jede Menge Kätzchen. Lass mal so für euch zur Auflockerung ein Kätzchen. Das ist keine Kunst, das ist. Und kurz mal durchschnaufen. Genau, wenn man jetzt sich ein Bild anschaut, sagt der Medienwissenschaftler, schaut man es mit einem doppelten Blick an. Zum einen schaue ich auf den dargestellten Inhalt, also in dem Fall diese Katze. Zum anderen schaue ich aber auf das Bild, also beziehungsweise die Abbildung. Also mir ist bewusst, dass das keine echte Katze ist, sondern die Darstellung einer Katze. Also der doppelte Blick ist dann halt zum einen der Blick auf die Katze, zum anderen der Blick auf das Bild. Wenn man jetzt etwas zur Kunst erklärt, macht man im Prinzip nichts anderes. Man setzt einen Rahmen um etwas und sagt so, betrachte das mal genauer. In regelmäßigen Abständen laufen durch irgendwelche Städte Regiestudenten mit einem riesengroßen Bilderrahmen, um die Inszeniertheit des Alltags darzustellen, indem sie halt so einen Rahmen um die Leute halten. Ja. Aber durch diesen Rahmen werden halt Merkmale eines Bildes auf die Realität übertragen und lassen so den Betrachter innehalten und überlegen, okay, warum tut der das gerade? Nun gibt es aber jede Menge Kunst, oder auch wenn man irgendwo eine Skulptur in einem Museum hat, dann ist dieses Museum an sich schon ein Zeichen dafür, dass ich jetzt mit Kunst zu tun habe. Es gibt es aber jede Menge Kunst, bei der das nicht mehr wie bei einem Bild im Werk immanent enthalten ist, diese Merkmale. Zum Beispiel immer die Story ist von Joseph Beuys, der hatte mal eine Badewanne als Skulptur hingestellt, die mit Dreck besudelt war, und dann kamen irgendwann mal die Putzfrauen und haben das sauber gemacht und haben dieses Kunstwerk zerstört, einfach weil diese Erkennungsmerkmale gefehlt haben, dass sie es als Kunst gekennzeichnet haben. So war es einfach nur eine schmutzige Badewanne. Aber im Prinzip genau das bewirkt die Erklärung zur Kunst. Man guckt mit einem anderen Blick auf die Dinge. Soweit klar? Genau, durch eine Erklärung zur Kunst wird ein höheres Maß an Aufmerksamkeit gefordert. Das kennt ihr sicherlich alle. Der Wolf! Auf der grünen Wiese das Lamm schreit uns durch. Okay, mal bisher. Ihr kennt das Video ja sicherlich alle. Du nicht? Egal. Was hier vorgeführt wird, ist das Publikum, was in einen Konzertsaal geht und sich sagt, okay, ich schaue mir ein Konzert an, und das moderne Musikpublikum, das vielleicht Stockhausen sogar gewöhnt ist, geht halt mit der Absicht, sich ernsthafte Kunst anzuschauen. Und exakt das führt Harpe vor. Und wenn man dann halt in dem Publikum sitzt, dann erwarte ich Kunst. Jetzt aber, da wir das Publikum und Harpe in seiner blödsinnigen Aktion dargestellt bekommen als Fernsehzuschauer, ist es für uns lustig. Der Künstler, der Kunstrezipient sitzt dann da drin und denkt sich, was für ein Blödsinn. Aber wir haben es ja mit Kunst zu tun, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass der Typ auf der Bühne das ernst meint. Das heißt, wenn man Kunst begegnet, lass dich einfach mal drauf ein, auch auf die Gefahr hin, dass man selbst vorgeführt wird und verarscht wird. Aber wenn man halt von vornherein sagt, das ist Kunst, das ist Blödsinn, blockiert man sich halt selber. Also lass dich auf Kunst ein. Und dann ist meine große Behauptung, Kunst zeigt. Denk dran, ich bin Hybris. Kunst zeigt, was bedeutet das? Anders als bei einem Lehrbuch, wo man erklärt bekommt, wie es etwas gemeint ist und was auch immer, ist Kunst darauf angelegt, etwas darzustellen, etwas zu zeigen, und die Schlüsse, wie etwas gemeint ist oder wie es beabsichtigt ist, muss der Zuschauer selber ziehen. Kunst zeigt. Und wenn etwas nicht gezeigt wird oder der Künstler hat irgendwas beabsichtigt zu zeigen,
und es gelingt nicht, dann ist diese Kunst gescheitert. Und natürlich, Kunst kann scheitern. Ist das klar? Ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst mit Kunst zeigen. Da fehlt mir noch das was. Hm? Prinzipiell das, was sie als ihren Gegenstand erklärt hat. In dem Harpe-Video in Hurz wird gezeigt, wie das Publikum den Blödsinn ernst nimmt. Es wird nicht erklärt, hier guck mal, wie blöd die sind. Die nehmen den Blödsinn, den ich hier mache, ernst. Sondern es wird nur gezeigt, wie das Publikum reagiert. Nämlich es lacht nicht, es steht nicht auf und geht und ist beleidigt, sondern es versucht, das ernst zu nehmen. Und genau das zeigt diese Metaebene für uns. Dieses Video zeigt uns die Reaktion des Publikums, beziehungsweise die Performance Harps schon. Mit anderen Worten, du gehst im Moment davon aus, dass der Sketch oder der Fernsehfilm, der produziert worden ist, das ist die eigentliche Kunst an der Stelle. Weil das ist ja das, was zeigt, in dem Fall das Publikum. Ja, es wird erst zur Kunst, dadurch, dass man das Publikum mitzeigt, wie das reagiert. Wenn man jetzt auch als Video nur die Performance von Harpe da hätte, wäre der Witz kaputt. Ja, Moment, aber Kunst muss ja nicht witzig sein. Nein, muss ja auch nicht, aber in dem Fall. Das wäre was anderes. Also das, da geht es ja das natürlich ist die Frage, was anderes, das ist klar. Geh mal zu den Bildern zurück, Moment. Das hier. Hier wird das Fehlen der Bilder gezeigt. Also es wird nicht erklärt, hier guck mal, hier sind die, das ist das Icon von dem Internet, wenn ein Bild nicht geladen werden kann, dann wird immer dieses Icon eingezeigt und dieses Icon habe ich jetzt in einen Bilderrahmen gesetzt und behaupte jetzt, das wäre das Bild, was nicht da ist. Das erklärt es nicht, sondern es tut es einfach, es zeigt das. Und was gezeigt wird, jetzt konkret, muss dann natürlich der Betrachter selbst sehen oder interpretieren. Gut, aber dann verstehe ich nicht, warum man Hybris sein muss, um behaupten zu dürfen, dass Kunst zeigt. Mir ist auch keine Ausnahme eingefallen, aber ich behaupte mal, dass es bestimmt irgendwelche Kunst gibt, die nicht zeigt, sondern die vielleicht sogar verschleiert. Deswegen, mir ist nichts eingefallen, aber ich wäre vorsichtig, so. Das ist so, das als so generelle Aussage. Kunst zeigt. Ja, das hatten wir gerade. Kunst kann scheitern und Kätzchen. So, das wäre jetzt quasi so der erste Teil, womit ich euch wappnen wollte, wie man so Kunst begegnen sollte, kann, muss, möchte. Gibt es da bisher Fragen? Dieses, jetzt mal ganz konkret auf dieses Foto von dieser Katze bezogen. Mhm. Da hat sich ja offensichtlich jemand gedacht, okay, ich drücke erstmal auf den Auslöser, weil das ist dann ein Augenblick, der aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil die Katze so niedlich ist oder sei es, weil ich endlich mal ein gutes Foto von meinem English Dictionary brauche. Das ist wichtig genug, um es festzuhalten und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eigentlich reicht das doch schon, um es zu Kunst zu machen, oder? Wenn sich jemand sagt und hinstellt, dass es Kunst, dann ist das Kunst. Kunst ist das, was zur Kunst erklärt wird. Ja gut, aber die Frage ist ja doch, was ist dieses zur Kunst erklären? Macht das nicht vielleicht der Künstler selbst schon, indem er eben sagt, okay, dieses Bild stelle ich jetzt ins Internet? Mhm. Das hat Duchamp, auf den ich danach zukomme, im Prinzip gemacht mit seinen Readymades. Also er hat nichts produziert, sondern hat dann ein Pissoir genommen und gesagt, das ist Kunst. Und hat es ausgestellt, hat es signiert und sagt, das ist Kunst. Aber bei dem Bild weiß man ja auch nicht, wie das Bild entstanden ist. Vielleicht hat derjenige, der das Foto geschossen hat, die Kunst extra da hingesetzt, um dieses Bild zu schießen. Und in dem Fall wäre es dann Kunst, weil dann wäre es ja eine inszenierte... Ja, das muss doch nicht... Also ich glaube nicht, dass der Akt des... Ich glaube, die Katze ist tot. Ich denke auch vom Verlauf, vom Farbverlauf der Bücher her, die Bücher extra vorher so arrangiert. Kann auch mit Gimp gemacht worden sein. So ist es nicht. Ja, ich greife jetzt mal vor. Also das hier spricht eigentlich von dem, was wir so sehen, eigentlich dafür, dass es so ein Spontanschnappschuss ist. Mhm. Für mich persönlich wird es dann zur Kunst, wenn es sehr, sehr durchdacht ist. Also Brecht hat bei seinen Theaterstücken geguckt, was die Schneider, wie groß die Nähte machen,
um was es das ausdrücken könnte. Und hat selbst darauf, auf die kleinsten Details Einfluss genommen und gesagt, wie das sein sollte. Und hat die durchdachter quasi etwas ist, desto mehr Interpretationsebenen spannen sich auf. Und das sehe ich hier halt nicht, weil das ist für mich eine Katze. Also für mich persönlich wäre das ist keine Kunst, weil mir da die Interpretationsebenen fehlen. Es gibt natürlich jetzt den Katzenliebhaber, der sagt, das ist ein total tolles Bild von so einer Katze, das ist große Kunst. Aber wie gesagt, über Kunst kann man sich streiten, ob das jetzt Kunst ist. Das habe ich vorgegriffen. Wir machen trotzdem einfach mal weiter und ich werde mich dann wiederholen. Es gibt es historisch gesehen verschiedene Rechtfertigungsprinzipien. Um das so ein bisschen zu griffbar zu machen, müssen wir zwischen drei Sachen unterscheiden, zwischen Materie, Form und Inhalt. Und jetzt kommt meine große Live-Performance. So, ich hatte einen Stift. Da. Verzweiflung gehört dazu. Ich habe hier diese rote Farbe, also diese Farbpigmente, was letztendlich das Material ist. Dieses Material hat eine Form, in diesem Fall Form eines Stiftes, beziehungsweise der Farbe in dem Stift. Und dann kann ich, indem ich die Form beeinflusse, kann ich einen Inhalt schaffen. In dem Fall ein Männchen oder ein Frauchen. Also, ich habe Materie, die Farbe, die Pigmente, die hat automatisch eine Form. Ich beeinflusse die Form und schaffe einen Inhalt. Diese Dreiteilung ist wichtig, die müsst ihr verstehen. Sonst kommt ihr nicht mehr mit. Klar? Eigentlich einfach. Ich nehme es schweigen nämlich als Ja. Meinst du jetzt Materie tatsächlich im materiellen Sinne? Weil es kann ja durchaus Kunst geben, die unabhängig von konkreter Materie ist. Meinst du Gesicht oder sowas? Musik. Also würde ich jetzt auf den Inhalt schieben? Beziehungsweise ist das Gedicht... Ja gut, aber das wäre ein Stück Kunst, was nicht unbedingt auf eine gewisse Form und eine gewisse Materie angewiesen ist. Mhm. Wie transportierst du dieses Gedicht? Entweder du sprichst es, dann gibst du die Materie der Luft, indem du die Schallwellen beeinflusst, dann sprichst du das Gedicht und gibst dann halt der Materie der Luft die Form der Schallwellen, um den Inhalt des Gedichts zu übertragen, oder du schreibst es in ein Buch. Und dann ist es noch offensichtlicher. Dann würde der Bezug zum Künstler ein Stück weit verloren gehen, weil wenn es weitergetragen wird, ist es ja nicht mehr der Künstler, der die Luft formt. Das ist auch so noch eine Frage, muss denn Kunst was mit dem Künstler direkt zusammenhängen? Meistens, mit den meisten Bildern, die ich sehe, weiß ich eigentlich gar nicht, welcher Künstler das geschaffen hat. Also, das ist eine Frage. Also, natürlich gibt es Kunst, die stark an den Künstler verknüpft ist und erst durch das Leben des Künstlers oder durch das, was der Künstler an sich beabsichtigt hat, irgendeinen Wert bekommt. Aber viele Kunst ist das gar nicht. Und gerade wenn man sich moderne Künstler anguckt, Jeff Koons zum Beispiel, der hat dann die Idee, sagt, macht die Skizze und gibt das dann einem Arbeitsteam und sagt, hier, setz das mal um. Also der schafft dann das Werk gar nicht selber. Das ist dann so die Frage nach der Beziehung zwischen Künstler und dem Werk. Was auch total unterschiedlich ist. Materie vom Inhalt. Und der erste historische Prinzip ist der Primat der Form, oder man könnte auch sagen, Kunst kommt von Können. Bis ins 19. Jahrhundert hat sich das eigentlich nicht verändert, sondern man hat dann hier Michelangelos David, wo dann in die Materie des Marmors reingehauen wurde, was dann, also besonders die Form besonders schön gestaltet, damit die Materie überwunden wird, um so den Inhalt rüberzubringen. Also der Künstler fokussiert sich allein auf die Form, bringt dort ein gewisses handwerkliche Meisterschaft, bearbeitet dann sein Werk und bringt dann ein höheres Konzept, die Idee, den Inhalt so zum Tragen, sodass die Materie an sich in den Hintergrund tritt. Ganz deutlich wird es zum Beispiel wieder mal Rembrandt hier, wo dann die Hand aus dem Bild herausragt und eigentlich klar wird,
dieses Bild möchte mehr sein als ein Bild. Es möchte eigentlich ein echter Mensch sein. Und eben durch diese perfekte handwerkliches Geschick versucht man, möglichst etwas Höheres zu erreichen, versucht man, Inhalt rüberzubringen. Das heißt, Kunst definiert sich über handwerkliches Geschick, genau, die Bearbeitung der Materie für die perfekte Form und Inhalt zu vermitteln, habe ich ja gerade alles schon gesagt. Die Form sowie die Materie treten hinter dem Inhalt zurück. Und dann hat man jetzt jede Menge Bilder, bis ins 19. Jahrhundert hat sich das eigentlich nicht verändert. Dann hat man hier Botticelli, dann könnte man andere Sachen analysieren, dann könnte man den Malstil analysieren, dann könnte man hier in dem Fall Schönheitsideale der damaligen Zeit interpretieren oder in dem Fall auch sehr interessant Legitimationsstrategien, um sexuelle Inhalte, in dem Fall Nacktheit, darzustellen. Aber das sind alles so Fragen, die uns nicht interessieren, weil wir gehen ja noch nach dem Prinzip. Caravaggio, berühmt für seine Lichtmalerei, Chiaroscuro, wer da mal ein bisschen nachgoogeln möchte. Aber im Prinzip funktioniert all diese Kunst, wer auf die Jahreszeiten achtet, wir gehen gerade durch die ganzen Epochen, Barock, hier sind wir in der Romantik. Es funktioniert alles so, wir stellen etwas möglichst gut dar, um den Inhalt rüberzubringen. Vom Prinzip her funktioniert diese Kunst alle gleich, oder gibt es da Widersprüche? Also so nach dem Motto, das ist ein Ersatz für Fotografie. Die gab es da immer noch nicht, aber ja. Ja, ja, genau. Das genau. Gab es nicht und deswegen man halt versucht, das möglichst. Das würde ich so nicht sagen. Möglichst qualitativ hochwertig umzusetzen und Abstraktheit und eigene Interpretationen ist eher nicht gefordert. Oder? Das glaube ich stimmt nicht. Nee. Du hast ja die durchaus auch in diesen Werken diese Regeln, denen das gehört, gehorcht mit eben Bezug auf irgendwelche Symbolik. Das heißt, das ist nicht irgendwie Abbildung irgendeiner Wirklichkeit, wie es jetzt bei einer Fotografie vielleicht der Fall wäre, sondern es ist ja durchaus allegorisch irgendwelche Nebenbedeutungen, die da mittransportiert werden und die in das Bild richtig reinkonstruiert werden. Ja gut, aber dieses Bild zum Beispiel würde ich dir sofort zustimmen. Das nächste, was kommt, Nächste? Das übernächste, das da, das sieht wiederum schon, also ich sehe es jetzt von hier aus nicht so gut, aber das ist eher tatsächlich so ein Photoshop. Da siehst du da hinten den Spiegel und ich wette mit dir, dass es irgendwie viele Bedeutungen hat, warum der Spiegel da hängt. Ja, okay. Und, also wir sind hier mitten im Barock, das heißt, man hat dann Symbole der Vergänglichkeit, also wo ich jetzt den Spiegel hineininterpretieren würde. Ja. Oder die andere Seite eben. Und dann ist das würde ich als Familienporträt schon ansehen. Aber das sind also so viele Details, die man gerade als Maler nicht einfach so reinmalt, um es zu schmücken, sondern schon meistens sehr durchdacht sind. Mhm. Aber vom Prinzip her, man gestaltet die Form möglichst gut, um den Inhalt rüberzubringen. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass hier, der hat ja da, ich glaube, eine Malerpalette oder sowas in der Hand. Das heißt, es wird wahrscheinlich auf den Beruf dieses Mannes in irgendeiner Form verwiesen. Mhm. Und insofern werden schon. Ja, das ist ja nicht so auch ein Stapel. Ja. Das heißt, da wird schon bewusst mit den Bildelementen eine Bedeutung transportiert, die über die bloße Abbildung der Realität drüber geht. Mhm. Ja, aber ich glaube, worauf Hybris hinaus will, ist, dass alle diese Dinger gleichzeitig mit einer hohen handwerklichen Fertigkeit geschaffen werden. Das heißt, man muss erstmal, um solche Kunst zu schaffen, muss man erstmal was können. Ja, und da ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, nur weil man handwerklich sehr geschickt ist, ist es noch lange keine Kunst. Also es muss dann auch wirklich dann auch anerkannt werden. Und die meisten Künstler wurden ja auch erst nach ihrem Tod zum Künstler erhoben. Van Gogh zum Beispiel. Und dann haben wir aber so einen Herrn Monet. Und wenn ich dann versuche, dieses Prinzip da anzuwenden, möchte ich sagen, also Herr Monet, das kann man schöner malen. also man sieht die einzelnen Striche und so dieses, es hat nichts mehr mit dieser Perfektion zu tun, die in den Bildern davor oder in den Werken davor versucht wurde zu erreichen. Das heißt, wir müssen unser Prinzip anpassen. Und zwar nenne ich das Ganze dann der Primat des Inhalts, aber zuvor Kätzchen. Allegorischer
die aufgehangen? Ist das ein Strick dahinter? Ja, ja, jetzt fangen alle an, die Bilder zu interpretieren. Super. War das nicht klar? Ja. Wäre das gerade so wie vorhin? Wer weiß. Ich möchte kurz einen Ausflug in die Historie machen und quasi einen Ausflug in meine Masterarbeit. Und zwar hängt die Entwicklung der Kunst sehr mit der Entwicklung der Wissenschaft zusammen. In der Antike gibt es den Begriff der Techne, der sowohl Technik, Kunst und Wissenschaft in sich vereint. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen diesen drei Sachen. Und auch im Mittelalter gibt es zwar diese zwei Begriffe, Ars und Technica, aber letztendlich beziehen sie sich auf das Gleiche. Es gibt dann das Studium, wurden die Septem Artes Liberales, die sieben freien Künste, deklariert. Und so gab es das Grundstudium, das Trivium, daher stammt auch heutzutage noch die Bezeichnung als trivial. Das ist eine Trivialaussage, kommt aus diesem Grundstudium. So, sieben freie Künste, Trivium, was umfasst das? Ideen? Grammatik, Rhetorik, Dialektik bzw. Logik und dann haben wir unsere drei, Trivium und dann das Aufbaustudium quasi nennt man Quadrivium. Quadrivium. Was dann nochmal zusätzlich Arithmetik, Geometrie, Astronomie und die höchste aller Künste, die Musik, umfasst. Was war das Ziel dieses Studiums? Es ging darum, die Welt zu sehen und Gott zu loben, wie toll das doch alles ist. Wir sind im Mittelalter, christlich geprägtes Weltbild. Auch davor, bevor man einen christlichen Gott hat, ging es einfach darum, die Welt zu sehen, wie toll sie doch ist und wertzuschätzen. Deswegen ist die Musik die höchste der Kunstformen, weil sie zum einen alles in sich vereint. Man vereint darin die Mathematik, die Sphären, der Astronomie. Also man sah in der Musik all das, was man vorher gelernt hat, vereint und dann auch durch die Musik selbst mit einem Glanz versehen. Also gewertschätzt, gelobt. Also es ist lieber nicht, wir lernen jetzt was, sondern wir sehen die Welt und finden sie toll. Dann hat sich das aber bis ins 19. Jahrhundert etwas arg verändert und wir haben es mit einer Objektivierung der Kunst zu tun. Es werden dann Prinzipien der Wiederholbarkeit entwickelt. Ihr kennt das ja, Wissenschaft halt. Und damit spaltet sich die Kunst immer mehr von der Wissenschaft ab. Beziehungsweise die Wissenschaft spaltet sich immer mehr von der Kunst ab. Und die Kunst war es eher aus einer Antiposition heraus gezwungen, einen anderen Weg zu gehen, weil das andere ist ja Wissenschaft. Das hat ja nichts mehr mit Kunst zu tun. Und je mehr sich die Wissenschaft objektivierte, desto mehr subjektivierte sich die Kunst. Und man hat so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert, hat man dann einen extremen Geniekult, so der Künstler, den man bewundern sollte, was vorher nie war. Vorher galt immer nur das Werk. Und jetzt auch mit dieser expliziten Subjektivierung betritt der Künstler als der große Künstler eben in den Mittelgrund. Das heißt, der Inhalt war zum Beispiel der Künstler, zum Beispiel, kommen dann andere Sachen, und das, was er tat, waren nur Fragmente, Spuren seines Wirkens, Spuren seines Genies. Und es ging nicht mehr darum, über die Materie, die Form zu vermitteln, sondern es ging darum, gerade bei Monet, die subjektiven, emotionalen Eindruck des Künstlers zu vermitteln. Skeptische Blicke? Du hast gesagt, die Form zu vermitteln, also meinst du den Inhalt zu vermitteln? Den Inhalt zu vermitteln, ja. Und man hat dann halt hier Expressionismus. Sind wir oben? Oder ist das Impressionismus? Ja, wir halt das wahrnehmen, man versucht es emotional zu fassen. Das ist jetzt, glaube ich, ach verdammt, eins von beiden ist Impressionismus, anderes Expressionismus. Weiß ich gerade nicht. Okay, das ist Impressionismus, das ist Expressionismus, sagt der Markus. Und
Der Bernd. Und hier mal nochmal, um diese Emotionalität und Subjektivität zu unterstreichen, habe ich ein Originalzitat von Franz Marc, der zu seinen gelben Pferden da zu diesem Bild sagte: Die Farbe Gelb steht für mich für das weibliche Prinzip. Sie ist sanft, heiter und sinnlich. Also hier merkt man schon, das hat nichts mehr mit objektiver Wahrheit zu tun, sondern geht es einfach um subjektive Eindrücke der Künstler oder Wahrnehmung des Künstlers. Und dann kommt ein Bild, was die Kunstwelt... Rassismus ist das. Musst du den Herrn Marc vorwerfen. Kunstwelt total spaltete Herr Kandinsky mit diesem Werk im Blau. Und das war so das erste Bild, was sich komplett von einer objektiven Darstellung abwandte. Also man hatte es dann mit abstrakter Kunst zu tun und fortan spaltete man die abstrakte Kunst, die Kunst zwischen abstrakte Kunst und objektive Kunst. Aber auch hier, ich habe leider das Zitat nicht, hier hat es mit Emotionen zu tun. Hier geht es darum, wie das komponiert ist, wie die Farben miteinander interagieren. Es gibt dann auch ein Interview mit Kandinsky, wo er das als Sonne beschreibt. Die Sonne ist der Mittelpunkt und der Hintergrund ist eiskalt. Und also es hat auch was mit dem, auch wieder was mit dem Künstler zu tun. Es geht eigentlich um die Emotionen des Künstlers zu vermitteln. Ob man das sieht, muss jeder für sich entscheiden. Aber hier geht es immer noch um die Vermittlung von einem Inhalt dahinter. Wir machen kurz einen Ausflug in die Fiktion. Wir befinden uns mittlerweile so 1920 rum. Was geschah in der Literatur? Es gab zum ersten Mal Fiktion. Zum ersten Mal gab es Autoren, die bewusst anfingen, Fantasiegeschichten zu erzählen, Gruselgeschichten zu erzählen, unter anderem diese beiden. Wer ist das? Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft. Wer diese als realistische Schilderung ansieht, das sind keine realistischen Schilderungen, das sind fiktive Geschichten. Und dann kamen Gruselgeschichten vor allem, unter anderem auch E.T.A. Hoffmann. Und dann kam dieser Typ hier. Wer ist das? Der Herr Freud. Was hat Herr Freud gemacht? Die Psychoanalyse erfunden. Wie hat er das gemacht? Er hat Werke von E.T.R. Hoffmann analysiert. Also er begründet auf Basis der Literatur, beziehungsweise auf Basis der Kunst, eine Wissenschaft. Das heißt, die Kunst wird Objekt der Wissenschaft. Und das war vielen Künstlern so gar nicht so recht, weil man konnte dann keine Möglichkeit mehr, sich zu distanzieren. Aber vorher noch, es zählt die Idee und nicht der Umsetzung. Diese Idee, es hatten gerade den Künstler als die Idee, es geht um die Spuren zu vermitteln und gerade schon auch erwähnt Herr Duchamp, Marcel Duchamp, The Fountain, da müsste man vielleicht auch die Story darum erzählen. Duchamp hatte dieses Bild bei einer Kunstausstellung ausgestellt und das wurde total hochgehypt. Das war so, ja, darin sind alle Epochen vereint, alle jegliche Kunstziele. Dieses Bild heißt ein Akt, eine Treppe heruntersteigend. Und wenn man sich so ein bisschen mit Fantasie anstrengt, kann man schon so ein bisschen den Körper erkennen, der so die Stufen hinabschreitet und dann also quasi so in Zeitrafferaufnahme in einem Bild vereint, kann man so einen Körper oder den Schatten mehrerer Körper erkennen. Ich fühle mich als Banause, aber okay. Das kann ich ja, nachvollziehen. Wenn man hier also den Kopf hat und hier Körper. Ja, gut, also wirklich. Und das hat man hier so. Ja, in ganz. Und das wurde total hochgehypt, dieses Bild. Aber was das wiederum mit dem Akt zu tun hat, ist mir. Mit was? Mit einem Akt. Ach so, ja, die Frau ist nackt. Ja, okay, das war auch eine. Genau. Aber jedenfalls, dieses Bild wurde. Ich hoffe, ich erzähle es nichts Falsches, ja? Ich wollte gerade nochmal nachhaken, du hast eben gerade gesagt, dass dieses Bild von, ich glaube, Kandinsky war das mit dem ziemlich abstrakten, dass das sozusagen die abstrakte Kunst etabliert hat. Etabliert oder
Meinst du, also weil... Das ist das erste abstrakte Bild. Das erste Bild, was keinen Bezug auf die Realität, auf ein reales Objekt hat. Ach so, und in dem Moment, wo halt dieser Bildtitel gewählt wird, Akt eine Treppe herunterschreiten, hat man dann wieder den Bezug auf die... Ja, beziehungsweise man kann die Person auch da noch erkennen. Ja. Aber eigentlich wollte ich nur so eine kleine Anekdote erzählen, ich hoffe, das ist richtig. Jedenfalls, Dujard, das wurde total gehypt und Dujard als Künstler anerkannt und Dujard selbst fand dieses Bild eigentlich total blöd. Also wenn er halt, meint er so, wenn er ein Werk aus seiner Werksliste streichen möchte, ist es das. Und 5 Jahre später, ich meine, es war die gleiche Kunstausstellung, hat er unter einem Pseudonym, Ermatt, in Amerika, Chicago war das, glaube ich, dieses Werk eingereicht als Provokation. Das heißt, wir sind in Amerika, wir haben es mit etwas unterhalb der Gürtellinie zu tun, was ja sowieso schon mal heikel ist, und das ist eine pure Provokation. Einfach, gerade so in Amerika. Deswegen auch das Pseudonym, und das war natürlich großer Fauxpas und es geht ja gar nicht. Und diese Schüssel, die Originalschüssel, ist nach der Ausstellung in den Müll geflogen. Und nur weil Dujard zu einem berühmten Fotografen, ich weiß gerade den Namen nicht, hingegangen ist, meinst du, hier, guck mal, fotografier das mal, das ist irgendwie cool, ist dieses quasi noch vermittelt worden oder es ist noch überliefert. Und damit, ich meine, ich weiß nicht, ob es das erste war, das ist das Ready-Made. Das ist nicht das erste, entstanden. Also die Idee des Selektionsaktes. Also Kunst, das, was zur Kunst erklärt wird. Und genau das stellt Dujard dar. Ich sage, das ist Kunst. Dann ist das Kunst. Genau diesen Selektionsakt. Dadurch, dass er quasi das Klo genommen hat und auf den Tisch gelegt hat, hat er gesagt, okay, das ist jetzt Kunst. Und ja, es ist ja nicht nur das, wenn das einmal gewesen wäre, könnte man sagen, okay, das war eine Provokation, ja. So ein Troll. Aber es gibt da viel, viel mehr Werke von ihm, so Ready-Mades, die er was irgendwas genommen hat, unterzeichnet hat und sagt, das ist jetzt Kunst. Mhm. Warum heißt das Ready-Made? Weil es bereits gemacht wurde. Okay. Das ist perfekte Arbeit. Einfach. Das ist einfach. Na gut, man kann halt schon sagen, dass in dem Moment, wo jemand das gezielt auswählt und aus seinem üblichen Kontext rausreißt und woanders präsentiert, ja, Kunst, klar. Ja, und wir sind immer noch bei dem Prinzip, es geht hier um die Vermittlung, nicht von irgendwelchen Inhalten, sondern um das Konzept, um den Inhalt. Und in dem Fall ist halt das Konzept der Inhalt, der vermittelt wird. Und die Fountain, dieses Original, ist halt nur eine Spur davon. Es ist ein Fragment, das auf dieses Konzept verweist. Prinzip des Inhalts. Konnte ich das ungefähr vermitteln? und spätestens also hier schon kriege ich irgendwie Probleme, das mit dem, weil ich daran das Konzept nicht mehr so wirklich sehe oder weil ich habe was anderes vorrangig. Und irgendwie auch hier dann bei Picasso weiß ich nicht so genau, was das Konzept sein soll, außer zu sagen, wir stellen es alles irgendwie etwas skurriler da, etwas fragmentierter da. Also irgendwie kriege ich das mit diesem Prinzip nicht mehr so richtig hin. So geht es mir zumindest. Ist das Bild im Original auch schwarz-weiß? Oder? Ja. Ja, Guernica, das ist auch riesengroß, glaube ich. Das ist ein Fresko. Ich habe das in Madrid live gesehen. Mhm. Also irgendwie bahnt es sich schon an, fällt unser Prinzip bereits jetzt auseinander. Und wir brauchen wieder etwas Geschichte. Aber vorher Kätzchen. So, wir befinden uns zwischen 1920, 1930, vielleicht auch schon 1940 rum. Was war da in der Wissenschaft los? Ja, da ist das Physikweltbild neu zusammengebrochen und muss neu aufgebaut werden. Mhm, genau. Was war das Problem? Oh, die Naja, im Prinzip war jeder
Also für der Wissenschaft. Dualismus und so, also diese ganze Teilchenphysik hat da. Die gesamte Wissenschaft war auf der Suche nach objektiven Wahrheiten, nach der Weltformel, nach der endgültig letzten Aussage, nach der Wahrheit letztendlich. Und als Beispiel in der Mathematik gab es eine Gruppe von 3 Mathematikern, die sich irgendwie Prinzipien formulieren wollten, die jetzt quasi die endgültige Mathematik beschreiben. Und dann kam halt der Herr Gödel und meinte so, Leute, das geht so nicht. Und halt das ist ein Problem, genau. Und hat halt die Wissenschaft in eine große, große Krise geworfen, weil sie halt erkennen musste, dass alle ihre Erkenntnisse nur immer wieder auf Annahmen basieren. Und das war damals, wo man nach der Suche nach objektiven Wahrheiten war, war das ein riesengroßer Schlag. Am Anfang war die Kunst dann so, ja, wir winnen. Aber schon so ein Jahr später war es so, oh fuck, wir haben ein ähnliches Problem. Und zwar steckt Kunst in ihrer eigenen Medialität fest. Es ist halt nur Kunst. Also, all das, was ich hier darstellen kann, ist eine Lüge. Weil es ist gemacht, es ist nicht die Wahrheit an sich. Also auch mit den Mitteln der Kunst kann ich keine Wahrheiten ausdrücken, sondern es ist an sich ein Fake. Es ist eine Lüge. Ich male irgendwelche Striche hin, dann ist das ein Picasso. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und somit war auch die Kunst in einer Krise und es kam zu einem Prinzipienwandel zu dem der Primat der Materie wurde dann etabliert. Und da muss ich auch wieder per se warnen, das ist eine Lüge. Das geht nicht. Wenn ich Materie habe, hat sie immer automatisch eine Form. So. Was ich allerdings machen kann, ist das so zu, Achtung, Schlagwort, dekonstruieren, indem ich halt nur einen Strich mache, dann ist es ein Strich. Also das Werk, die Zeichen verweisen auf sich selbst. Wird gleich noch deutlicher. Also mit dem Prinzip der Materie meine ich, dass die Kunst sich selbst als Darstellungsobjekt sieht. Und so die Devise lautet so, mit Kunst gegen Kunst. Wir haben da einen Joseph Beuys, der sich beschwert, dass immer alle Leute ins Museum gehen und wir gucken uns jetzt Kunst an. Ach, toll, toll, toll. Und als immer so fasziniert davon waren, wie großartig diese Kunst ist, dann aber gar nicht mehr das Werk analysiert haben, sondern einfach sich nur noch damit beweihräuchert haben. Und Beuys hat es dann halt so gemacht, dass er sagt, okay, alles ist Kunst. Und Beuys, der erinnert euch an die Badewanne, hat dann halt wirklich gezielt versucht, eine Anti-Ästhetik zu schaffen. Ihr sollt das nicht mehr schön finden. Ihr sollt das durchdenken. Ihr sollt das wieder wahrnehmen und nicht mehr abtun. Im Theater haben wir in der Zeit einen Brecht. Brecht hatte das Publikum mit Spruchtransparenten konfrontiert auf den Stand, klotzt nicht so romantisch. Das heißt, mit Kunst gegen Kunst. Nicht mehr romantisch hinklotzen, sondern hinschauen. Mit Kunst gegen Kunst. Sprechendes Beispiel, René Magritte. Nanook, du kannst das so wunderschön Französisch. Ja. Was steht da? Dies hier ist keine Pfeife. Und bitte auf Französisch. Das ist keine Pfeife. Also das ist, wie ist das gemeint? Mal ganz kurz, ja. Ich glaube, das ist so gemeint, dass eben das keine Pfeife ist, sondern das ist ein Bild einer Pfeife. Genau, es thematisiert sich selber. Also womit ich hier hoffentlich dieses, was ich, die Prinzip der Materie ein bisschen versuche, klarer geworden zu sein. Es ist klar, dieses Prinzip der Materie, also dieser Verweis auf sich selber und damit eine Erzeugung einer Wahrheit. Weil das ist kein Bild, das ist eine Wahrheit. Beziehungsweise das ist keine Pfeife. Ich meine, es war Picasso, zu dem mal ein Journalist trat und fragte so, warum er denn nicht mal realistischere Bilder malt. Das ist doch total unrealistisch, was er da macht. Und dann hat Picasso gefragt, ja, was ist denn realistisch? In einer Zeit zog der Journalist ein Foto seiner Frau halt vor und meinte so, ja, hier, das, mal, dieses Foto von meiner Frau, das ist zum Beispiel. Ah, und Picasso meinte, ach, das ist also ihre Frau. Ja, ja, das ist meine Frau. Ja, aber die ist ja sehr flach. Also,
wieder das Vorführen. Dieses Bild hat auch genauso wenig mit der Realität zu tun wie Picassos Strichzeichnungen, beziehungsweise wie diese Pfeife, diese Darstellung einer Pfeife mit einer realen Pfeife was zu tun hat. In dem Film V wie Vendetta heißt es so wunderschön: Künstler lügen, um die Wahrheit aufzuzeigen, Politiker lügen, um die Wahrheit zu vertuschen. So, und jetzt geht's quasi los, jetzt wird's spannend. Can I play with your mind? John Cage's 433, um auch mal Performance. And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Mox. Und so weiter. Warte mal eben. Ist immer noch ein Kacke. Ja, dann kann ich auch weitermachen. Klarnamenzeit. Hier. Teilaufnahme. Jetzt können wir Rekursion machen. Jetzt kannst du dich selber. In Madrid war ich in dem Regia Sophia Kunstmuseum für Kunst. So. Mhm. Und da ist auch von dem John Cage von dem 433 quasi das Manuskript ausgestellt. Kannst du es weitergehen? Ja. Ist das wieder rot? Da ist so ein roter Punkt, ja. Ja. Also, spätestens jetzt sollte klar sein, Künstler sind Trolle. Und natürlich haben sie Spaß daran, was sie tun und auch bewusst zu provozieren. Jedoch, um provozieren zu können, müssen sie selbst das, was sie tun, ernst nehmen. Wenn sich der Typ da hinsetzen würde und ständig so, die sind ja so doof, ist die Kunst kaputt. Sondern es geht bewusst darum, ich führe euch jetzt vor. Das heißt, der Künstler muss natürlich seine Arbeit ernst nehmen. Sage ich auch meinen Schauspielern immer, wenn wir den größten Blödsinn auf der Bühne machen, für euch ist das ernst. Wenn ihr nicht ernst nehmt, wenn ihr in einen Vogelkäfig gesteckt werdet, ist es fürs Publikum nicht lustig, weil ihr leidet nicht. Hier, John Cage, sehr schön, auch hier schon zu sehen, diese Ruhe, man hält sie nicht aus, oder viele halten sie nicht aus, man hustet. Das Husten wird vorgeführt, man zwingt sich irgendwie was dazwischen zu reden. So, man kommt mit dieser Ruhe nicht klar. Und das kann man auch wirklich seinem Manuskript entnehmen. Sein Konzept hat er schriftlich auch festgehalten, wo er genau das beschreibt. So, darum geht es ihm, das zu zeigen. Kunst thematisiert sich selbst. Ironisiert sich selbst. Und zerstört den Pathos, um mal zu unterstreichen, mit Kunst, gegen Kunst. Und ebenso, Achtung wieder, dieses böse, böse Wort, dekonstruiert es sie gesellschaftliche Annahmen.
Was wird hier gemacht? Sex. Nicht unfalsch. nein, hier werden die ganzen, so diese glücklichen Eltern, wir haben mal gucken, was die wir gemacht haben, Fotos, die alle gleich aussehen. Nur diese die glücklichen Eltern mit ihrem Kind, das in die Kamera halten und schaut mal her, genau das ironisieren sie halt und sind sie sich halt total nüchtern hinstellen, ja, guck mal, was wir gemacht haben. Genau diese Bilder oder genau diese gesellschaftlichen Traditionen stellen in diesem Fall Anna Gray und Ryan Wilson Paulsen in Frage und dekonstruieren sie. Das heißt, Kunst wird zum Diskurs. Noch ein weiteres Beispiel, weil ich das gerade sehr schön finde. 1940 rum erschien ein Aufsatz von Walter Benjamin, der lautete Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, worin Benjamin unterstreicht, ja, es gibt so diese Unikate, die haben jetzt einen hohen Wert, man pilgert immer zum Original der Mona Lisa, aber wir können uns auch Fotos von der Mona Lisa inzwischen angucken, deswegen eigentlich hat das Werk so überhaupt keinen Wert mehr. Und das ist nur noch, damit man halt mal da ist. Deswegen hat dieses Original eine Aura. Und daraufhin hat dann Dan Graham Kunstwerke mit Spiegeln und Linsen erschaffen, wo es so sehr wohl einen Wert hat, vor Ort zu sein. Weil der Betrachter wird zum Teil des Kunstwerks, weil er sich darin spiegelt, verzerrt wird und somit Teil des Konzeptes wird, Teil der Kunst wird. Und das ist dann eindeutig nicht, aber das ist ein bewusster Bezug auf dieses Werk von Walter Benjamin, wo es einfach, ja, aber wir können trotzdem, wir können auch anders. Wir müssen nicht immer nur alles schön machen. Aber wie ihr schon seht, übergreifende Prinzipien sind problematisch und die Ureigenheit von Kunst muss immer wieder selbst hinterfragt werden. Das heißt, man hat immer so einen rekursiven Prozess, immer wieder sich selbst ironisieren, sich selbst hinterfragen, sich selbst, beziehungsweise gesellschaftliche Traditionen, Normen, Werte, Ansichten, werden immer wieder neu hinterfragt. Nochmal, diese drei Prinzipien sind Erklärungsmodelle, die sich alle in einem Werk vereinen können. Also man kann auch alle drei Prinzipien in einem Werk packen und dann hat halt mal ein Werk mehr Bezug auf sich selber und natürlich hat dieses Schüsse ein Paar hat immer noch diesen Formprimaten in sich, weil ich habe die Pfeife dargestellt. Ich erkenne sie trotzdem als Pfeife. Sie ist trotzdem toll gemalt, dass ich sie als Pfeife erkenne. Das heißt, man kann das nicht immer komplett trennen. Aber man kann so das aufschlüsseln. Und ich hoffe so, dass ich euch ein paar Erklärungsansätze gegeben habe, womit man anfangen kann, Kunst zu betrachten und zu interpretieren. Und da ist alle schon total gelangweilt sind, wieder mal ein Kätzchen. Und letzter Abschnitt doch. Warum dann noch Kunst? Warum Kunst? Kunst ist als Setzung ein schönes Projekt. Peter Jackson hat den Hobbit zum Beispiel gedreht und dafür, speziell für diesen Film, wurden dann die Technik weiterentwickelt. Hat man eine neue Anforderung gesetzt, sagt, ich möchte das so haben und dann wurden halt Kameras entwickelt. Oder meine Fliegenklatsche. Ich sage, ich will diese Fliegenklatsche machen. Mir geht es eigentlich nicht um diese Fliegenklatsche, aber es ist ein Anlass für mich, zu lernen, wie man lötet und zu lernen, wie das so funktioniert. Also quasi Kunst als Projekt, als Anlass, Technik voranzutreiben, Wissenschaft voranzutreiben. Dann etwas, was sehr hackernah ist, das Erforschen durch Machen. Wenn ich etwas zum Zeigen bringen will, muss ich mich mit der Materie beschäftigen. Ich muss einen 3D-Drucker basteln, um wirklich komplett zu verstehen, wie der jetzt eigentlich funktioniert. Und das ist so eigentlich sehr, sehr nah an diesem Hacker-Dasein. Und damit entwickle ich natürlich meine eigenen Fähigkeiten und ich entwickle meine eigene Kreativität. Es ist nicht so, dass Leute, die kreativ sind, Kunst machen, sondern Leute, die Kunst machen, werden kreativer. Es ist so ein Wechselspiel. Indem ich mich halt immer wieder mit Bildern angucke oder mit Kunst betrachte, angucke, erfahre ich immer wieder neue Möglichkeiten. Als Regisseur zum Beispiel immer wieder neue Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Das heißt, ich entwickle meine Kreativität. Und natürlich Kunst als Zeugnis der Gesellschaft. Wenn ich halt jetzt in die Bilder von vor 400 Jahren angucke, kann ich anhand dieser interpretieren, wie denn die Gesellschaft damals funktioniert hat. Wie denn so das Schönheitsideal war, wo denn so die Werte und Normen lagen.
Ja gut, dann könnte man sagen, gut, das ist alles ganz schön und nett, aber dann hat ja Kunst keine weitere Bedeutung. Würde nicht erklären, warum es zu so etwas kommt. Das Problem ist, Kunst stört. Da auch nochmal ein Video dazu. Projekt heißt Play Me, I'm Yours und besteht daraus, dass in dem Fall München, ich glaube, 20 Klaviere aufgestellt wurden auf freier Wildbahn und die Leute dort sich hinsetzen können und Musik spielen. Dieses Projekt wurde schon in über 30 Städten weltweit umgesetzt und zwei Leute haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und gesagt, wir würden das gerne auch in München machen und haben das dann halt umgesetzt, haben es bei der GEMA gemeldet und die GEMA hat 5.000 Euro verlangt, weil dann auf diesen Klavieren GEMA-pflichtige Musik gespielt werden könnte. GEMA! GEMA nach Hause! Nach Hause! GEMA weg! Was hat ihr vorhersehbar? Und ja, diese Kunst stört. Aber es das heißt ja nicht, dass Stören unbedingt schlecht sein muss. Es reißt mich aus dem Alltag. Ich fahre nicht mehr zu meiner Mutter, wo ich gerade hinfahren wollte, sondern es veranlasst mich mal stehen zu bleiben, innezuhalten, den Moment zu genießen. Also Stören muss nicht immer schlecht sein. Die Hälfte runtergehandelt. Die haben gesagt, wenn es regnet, dann nehmen wir kein Geld dafür, weil dann wird das noch nicht gespielt. Also nicht für alle Tage, sondern wenn ich auf das Ding haben könnte, dann weniger. Willkür ist das. Nein. Schon, das ist schon richtig so. Zum Recht, du bist doch ein Leben können. Und dann. So, der interessanteste Aspekt meiner Meinung nach ist, Kunst ist identitätsstiftend. Daher, dass Kunst immer subjektiv ist, kann ich keine objektiven Aussagen über Kunst treffen, sondern, das führe ich gleich noch vor, mein bester Freund, mein Facebook-Freund, verdammt, wer ist der? Heraklit. Förster, nee. Herr Förster. Alexander? Heinz Förster. Heinz von Förster. Mein bester Freund, Heinz, mein Facebook-Freund Heinz von Förster hat gesagt, wenn ich jemandem ein Bild zeige und ihn frage, was er von diesem Bild hält, weiß ich nichts über das Bild, aber ich weiß etwas über diesen Menschen. Also wenn sich einer hinstellt, haha, what does this represent, kann es genauso sagen, was what do you represent. Vorführung in Action. Leon. Wie findest du dieses Bild? Beziehungsweise findest du dieses Bild gewalttätig? Ja, weil dieser Funkeller anscheinend nicht freiwillig hängt und auch ziemlich gewaltsam an den Beinen angebunden. Oder findest du es brutal? Okay, Vergleich weiter. Wie ist es damit? Brutaler? Schöner? Kranker? Ja, also... Ich weiß nichts über das Bild mehr, aber ich weiß etwas, wie Leons Moral oder Vorstellung von Brutalität aussieht. Also jetzt in dem Fall recht wenig, aber ich habe eine bessere Vorstellung. Ich meine, er hätte ja sagen können, wow, geil. Wow, okay. Oh, ist das ein geiles Bild. Und so ist halt dieses Vorführen gerade von Gewalt oder auch Sexualität, das ist in der Gesellschaft, ist alternativ so über die Zeit hin.
Und es wechselt sich immer ab. Also man hat mal eine Phase, wo die Saw-Filme total gehypt werden, wo ihr Wald im Mittelgrund steht und dann kommt auf einmal eine Charlotte Roach mit Feuchtgebieten, wo dann die Sexualität thematisiert wird und vielleicht auch... aber es geht nicht... Natürlich sind das provozierende Werke. Allerdings ist immer die Frage, wie positioniert sich die Gesellschaft dazu? Also es ist so ein Messer, ein Messgerät der Moralwerte der Gesellschaft. Und genauso funktioniert das mit Rassismus, Faschismus, anderen Moral- und Wertvorstellungen, die dadurch vermittelt und hinterfragt werden und damit veranlasst werden, dem Beobachter seine eigenen Schlüsse zu ziehen und sich zu positionieren. Das heißt, ich kann durch Kunst lernen, mich selbst zu verstehen und lernen, andere besser zu verstehen. Und wenn man hier, eines meiner Lieblingsbilder, da würde ich vielleicht sogar noch mal einen eigenen Vortrag drüber halten, wie gesagt, ich bin da total fasziniert von. Es geht darum, lernen, auf die Details zu achten. Ja, Pixel, schlechte Auflösung. Das ist Rembrandt selber. Rembrandt selber hat sich, zumindest wird das interpretiert, hat öfter sich in seine Bilder hineingemalt und überblickt die gesamte Szenerie. Also lernen, genauer hinzusehen. Was hat das jetzt mit Hecken zu tun? Doch zuletzt nochmal ein paar letzte Kätzchen. Was habe ich getan? Ich habe eine Erwartungshaltung erzeugt und diese dann ganz in Hacker-Manier oder in Künstler-Manier hinterfragt. Was? Ist da irgendwas drin in den Herzen oder sind die gefüllt? Das sind echte Rinderherzen. Voller Liebe. So. Und die Kätzchen durften sich dann auch auslassen in der Medizin. Also mir ging es eher darum, die Erwartungshaltung aufzubauen. Oh, Kätzchen, ja, wir freuen uns drauf. Schade, dass bisher denn die Biene nicht da ist. Bei dem hätte das super funktioniert, behaupte ich. Und dann quasi die Erwartungshaltung zu perversieren. Mich hätte interessiert, ob die mitgemacht haben oder... Die wurden gezwungen. Diese Kätzchen haben nicht freiwillig... Die waren eh schon. Ja. Was hat das mit Hecken zu tun? Also, ich hätte jetzt bei den Kätzchen eher gefragt, was hat dieses Bild für einen Titel? Ich möchte das jetzt gar nicht noch so groß herausstellen. Also ich meine, es sollte jetzt für die sich mit Hecken auskennen, relativ klar sein. Oder? Muss ich nur mal konkret sagen, was das jetzt alles mit Hecken zu tun hat? Nee. Oder soll ich mal euch was... Hecken. So, und dann hoffe ich, habe ich jetzt mit meinem Vortrag alle Klarheiten beseitigt. Irgendwer hat gesagt, Vorhang zu, alle Fragen offen. Und als Abschluss zu meinem Vortrag habe ich noch einen Kurzfilm über 4 Minuten von Peter Greenaway, den ich persönlich sehr, 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 sehr schätze und sehr viel lerne, was Regie angeht. Womit ich quasi dann diesen Vortrag beenden möchte. Und ich sehe schon, der ist natürlich von 1974, nicht von 1074. In 1973, in the parish of W., 37 people were killed as a result of falling out of windows. Of the 37 people who fell, 7 were children under 11, 11 were adolescents under 18, and the remaining adults were all under 71, save for a man believed by some to be 103. 5 of the 7 children fell from bedroom windows, as did 4 of the 11 adolescents and 3 of the 19 adults. Of the 7 children who fell, all cases were of misadventure save one of infanticide. Of the 11 adolescents,
3 committed suicide for reasons of the heart, 2 fell through misadventure, 2 were drunk, 1 was pushed, 1 was accredited insane, 1 jumped for a bet, and 1 was experimenting with a parachute. Of the 12 men, 2 jumped deliberately, 4 were pushed, 5 were cases of misadventure, and 1, under the influence of an unknown drug, thought he could fly. Of the 11 adolescents who fell, 2 were clerks, 2 were unemployed, 1 was married, 1 was a window cleaner, and 5 were students of aeronautics, one of whom played the harpsichord. Adults who fell were an air stewardess, 2 politicians, an ornithologist, a glazier, and a seamstress. Of the 37 people, 19 fell in summer before midday, 8 fell on summer afternoons, and 3 fell into snow. The ornithologist, the adolescent experimenting with a parachute, and the man who thought he could fly, all fell or were pushed on spring evenings. At sunset on the 14th of April, 1973, the seamstress and the student of aeronautics who played the harpsichord jumped into a plum tree from a window in this house. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ja. 1974, das ist ein Tippfehler. Ach so.